Ich habe mich damals in der 7., 8. Klasse immer gefragt, warum ich mich immer so uninteressant gefühlt habe. Ich war früher immer wirklich sehr unsicher und ich mochte nicht wirklich soziale Situationen. Aber ich wollte auch nicht diese eine Person sein, die hinter den beliebten Leuten chillt und deren Gespräche zuhört. Wisst ihr, ich meine, diese NPCs, die als Bodyguards hinter den beliebten Leuten stehen, wisst ihr, ich meine. Ich wollte eine eigene Freundesgruppe haben. Ich wollte ein bisschen Deep Talk führen. Nicht nur dieses oberflächliche Gespräch mit, ey Bro, was hast du morgen erste Stunde? Mathe, was hast du? Sport, cool. Nächste Pause, genau dasselbe Gespräch. Deswegen habe ich mich zu Hause hingesetzt und ich habe mich mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt. Und jeder, der mit dem Wort Kommunikation in Verbindung tritt, wird irgendwann auch mal mit dem Begriff Charisma in Verbindung treten. Und deswegen habe ich mir ein paar Bücher über Charisma durchgelesen und später habe ich mir auch Videos über das Thema Smalltalk gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, die waren ja schön und gut und so, aber für ein siebte, achte Klasse Kanake war das jetzt nicht wirklich sehr, sehr hilfreich. Deswegen habe ich dort gesucht, wo ich früher hätte suchen sollen, in der Schule. Ich habe einfach die Leute, die ich mäßig kopieren wollte, also die Leute, die meine Skills, also die Leute, von denen ich die Skills haben wollte, mäßig analysiert. Nenn es Stalken, nenn es wie du es willst, es ist mir relativ egal. Auf jeden Fall habe ich einfach geguckt, wie die so mit Leuten sprechen und ich habe bemerkt, dass jede Person, ich sag jede Person, die irgendwie beliebt war, irgendwie von Leuten gemocht wurde, einfach eine Art Schema befolgt. Aber bevor ich zu diesem Schema komme, muss ich erstmal ein fettes Missverständnis klären. Denn es fuckt mich ehrlich gesagt einfach ab. Viele Leute da draußen, ja, und wir Jugendlichen, meine Kanakenbruder, bei mir in Berlin, gefühlt jeder, ist das einfach so, dass Menschen denken, dass sie erst mit ihrer Oberflächlichkeit interessant werden. Mit dem Geld, ihrer Macht, dem Aussehen. Oder wenn ich jetzt deine Nase breche, hauen deine Banats ab, sage ich dir komplett ehrlich. Wenn du pleite bist, werden sie gehen. Wenn sie dich nur mögen, wegen dem, was du hast, dann werden sie gehen, wenn du das nicht mehr hast. Pff, boah, das hat sich gereimt. Nein, Spaß. Okay, jetzt, wo ich das geklärt habe, komme ich erstmal zu dem Passiven. Passive ist, sage ich jetzt, ein bisschen einfacher. Wenn du interessant werden möchtest, musst du interessiert sein. Und das machst du, indem du den Scheiß, den du gerne machst, auch zeigst. Ich habe letztens ein Video gefilmt. Das nennt sich zeig deine Arbeit irgendwie sowas. Das ist mein letztes Video. Also vor diesem Video habe ich das hochgeladen. Ich habe genau über dieses Thema gesprochen. Du zeigst den Scheiß, den du machst, und dadurch kommen Leute, die das mögen, was du machst. Natürlich werden auch Hater dazukommen. Ich habe das in dem Video erklärt. Guck dir einfach das Video an. Je mehr Hater, desto mehr Leute auch, die dich feiern. Und es ist auch wirklich sehr wichtig, dass du authentisch bist. Das heißt, du machst das stolz. Ich mache das, was ich hier mache, stolz. Ich filme das, was ich mache. Das ist eine passive Art. Das, was ich gerade mache, ist das perfekte Beispiel, um dir zu zeigen, das ist eine passive Art, interessant zu werden. Weil ich zwinge dich gerade nicht, das Video zu gucken. Du mit deinem eigenen Willen hast bis zu 3 Minuten irgendwas geguckt. Nicht, weil ich dich zwinge. Jetzt, je nachdem, ob du mich magst oder die Informationen, die ich dir gebe, wirst du liken und abonnieren. Und wenn nicht, im schlimmsten Fall deabonnieren oder mich melden oder keine Ahnung was. Also zusammengefasst, mach das, was du magst, zeig deine Arbeit. Und je mehr du das machst, desto mehr Leute werden in Kontakt mit dir kommen, die dasselbe mögen wie du. Und es wird eine Art Kreis. Das ist die passive Art. Die aktive Art, bisschen schwerer. Ich erkläre dir das anhand eines Beispiels. Ist gar nicht so schwer. Ich erkläre es anhand eines Beispiels. Immer wenn ich Nachhilfe gebe an meinen Geschwistern, Cousins oder irgendjemanden, versuche ich es immer mit ihren Begriffen zu erklären. Das heißt, wenn ich Bio meinem Bruder erkläre, versuche ich irgendwie Fußball reinzubringen. Weil er ist Fußballer und wenn ich ihm zum Beispiel die Zelle erkläre mit den ganzen Organellen, benutze ich manchmal auch das Team mit 11 Spielern und gebe jedem Spieler Abwehrspieler, Mitochondrien und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Der merkt sich das dann besser. Warum? Weil er sich mit Fußball auskennt. Sagen wir mal, ich würde jetzt mit meinem kleinen Cousin Baby reden. Der würde nicht auf das klarkommen, was ich gerade sage. Erstens, die Geschwindigkeit ist viel zu hoch und zweitens, er hat das Vokabular gar nicht. Seine Sprache, die verstehe ich nicht mal. Also, der redet irgendwie so, brr, trinken, oh, heißt irgendwas tut weh, ah, schlafen, irgendwie sowas. Ich verstehe Babysprache sowieso nicht. Deswegen musst du dich anpassen. Und das ist das ganz wichtig. Du passt dich an. Jedes Mal, wenn ich zu einer Person gehe und ich die Person schon ein bisschen länger kenne, versuche ich, den Fokus auf sie zu lenken, indem ich dieselbe Sprache benutze wie sie. Du musst verstehen, wenn ich die Person spiegel, kann sie mich gar nicht mögen. Weil sie kann sich selbst nicht mögen. Denn das, was ich mache, ist einfach das, was sie macht. Und keiner hasst sich selbst. Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr das checkt. Ich möchte einfach nur, wenn ihr eine Sache aus dem Video mitnimmt, dass ihr die Sprache kopiert. Es ist ganz wichtig. Jeder von uns hat Freunde. Ich hoffe, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich hoffe, nach dem Video kriegst du Freunde. Aber jeder von uns hatte Freunde, wo du merkst, dass du einfach ihr Verhalten kopierst. Beziehungsweise ihre Sprache. Ich habe das Wort Dicker vor der 7. Klasse noch nie gesagt. Erst als ich auf ein Gymnasium kam und meine Kanakenfreunde bekommen habe, habe ich mit dem Wort Dicker angefangen und jetzt kann ich leider nicht mehr aufhören. Wir kopieren die Sachen von den Leuten, die wir mögen. Das ist normal. Deshalb sagt man ja auch, dass wenn das Kind schlecht ist, die Eltern dran schuld sind. Weil das Kind kopiert die Eltern. Es wird natürlich Zeit brauchen, anfangen mit Menschen zu reden. Das ist ein bisschen komisch, aber du musst das machen, denn in Zukunft wird es dir wirklich helfen. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.